herzlich willkommen heißen heute zu unserem zweiten regionalen Vorentscheid. Es werden noch einige mehr Wettbewerbe kommen. Insgesamt planen wir 18. Mein Name ist Oksana Roth von IFEX. Wir haben den Wettbewerb letztes Jahr ins Leben gerufen. Wir können Talenten und Ideen eine Plattform bieten und das ist die Idee vom Elevator Pitch. Wir werden jetzt gleich hier 10 Teams auf der Bühne haben, die ihre Geschäftsidee in 3 Minuten präsentieren. Ich hoffe, Sie sind nicht zu nervös. Mich kostet auch Überwindung, aber ich wünsche Ihnen auch uns allen viel Spaß. In diesem Sinne kann es losgehen. Vielen Dank. Hi, wir sind Crowded. Ich bin Marvin. Servus, ich bin Luca. Auch ein Hallo an euch da hinterm Bildschirm. Wir sehen hier Bikeshell, unsere Wetterschutzverkleidung, die vor Regen und Kälte schützt. Ökotex zertifiziert ist das Ganze auch noch. Ich möchte Sie aufrufen, schenken Sie nicht irgendwas. Schenken Sie regionale Lebensfreude, das ist unser Claim. Wechselfuchs übernimmt für Sie den Wechsel, prüft alle Angelegenheiten, übernimmt die Kommunikation mit dem Anbieter für Sie. In der Servicewüste Deutschland entsteht sowas wie Leben. Jetzt bin ich nicht größenwahnsinnig, das heißt in 2015 plane ich mal mit so 100 Kunden, 2016, ab da kann man dann so ein bisschen Geld verdienen mit ca. 500 Kunden. Wir verdienen mit unserem T-Shirt 50%, davon verwenden wir 30% für unsere sozialen Projekte. Wir wollen Sie nun einladen, mit uns Verantwortung zu tragen. Herzlichen Dank. Also es funktioniert, ich stehe dahinter, Sie sehen, ich brenne dafür, ich habe noch so viel zu sagen, nur noch 5 Sekunden. Also immer dran denken, es ist süß, es schmeckt gut und Sie nehmen gerade ab. Dankeschön. Erster Preis, Euro 500 im Regionalcup Böblingen 2014-2015. Vasculab. My heart beats region. Supu. Opal. Wir haben hier ein schwäbisches Qualitätsprodukt, einen Original Steiflöwen und zwar eine Sonderedition, ein Original Landeslöwen. Publikumsliebling Frosima. Für mich faszinierend ist, dass dieses Format sowohl in Ballungszentren als auch im ländlichen Raum funktioniert. Es funktioniert branchenübergreifend, Solo-Selbstständige treten gegen Hightech-Gründer an. Und in dem Zusammenhang gilt mein besonderer Dank den Partnern vor Ort, die diese Wettbewerbe unterstützen und vor allem den über 180 Gründerinnen und Gründern, die mit großem Engagement gepitcht haben.